Hallo und herzlich willkommen zu Folge 531. Ja, wir sind hier immer noch in der Bergfestung. Ich probiere das gerade noch mal aus hier unten. Denn ihr habt mir auch geschrieben, dass da eigentlich was hätte passieren sollen. Ich bin ja auch nicht bekloppt. Was ist jetzt schon wieder? Denn hier soll nämlich sich ein Bücherregal verdünnen. Jetzt hat es ja geklappt. Okay, gut, dann haben wir das. Beziehungsweise ich. Es sind ein paar Leute aggressiver auf mich, glaube ich. Ja, hier hat sich das wahrscheinlich dann. Ihr kennt es ja vielleicht, wenn man einen Hebel drückt und dann aber halt will, dass der Protagonist wieder, ne, weitergeht. Und das hört man auch manchmal, dass er dann quasi den Hebel zweimal betätigt. Und da kann es eben gut passieren, dass man so blöd ist, die Truhe aufzukriegen. Geht doch. Nee, sondern da kann es halt passieren, dass man die geheime Tür eben direkt wieder schließt. Aber okay, das haben wir jetzt hingekriegt. Und ja, es scheint so, als wären hier noch ein paar Leute sauer auf uns. Überlegen, renne ich jetzt überhaupt wieder richtig? Ich laufe wieder in die falsche Richtung, oder? Naja, wir finden so oder so raus. Denn wir müssen außenrum hoch. Zumindest sehe ich keinen alternativen Weg. Teleporter gehen natürlich nicht, goldener Ring nehmen wir trotzdem mit. Was liegt denn hier noch so rum? Belegnagel? Das ist doch der... Wo ist denn der? Ja, das ist der blöde Knüppel aus Gothic 1. Hammer hat. Ansonsten haben wir ein paar Waffen, die wir unserem Sortiment hinzufügen können. Also das heißt Sortiment nicht, aber unserer Sammlung. Da ist er. Das ist immer so witzig, wie die Harpien so explodieren, wenn sie sterben. Ich kann sagen, ich hab da was gehört. Eieiei, die noch am Rumschreien sind. So, haben jetzt die hier nach mir geschrien. Oh, nein, der hat nicht nach mir geschrien, sondern der Penner da oben. Der will sich ein Duell mit mir liefern, kann er haben. Da kommt der Bogen runter gedopst. Halt. Wo ist der Bogen hin? Hat es den ganz nach unten geschmettert oder was? Tatsache, aber das ist nicht derjenige, den ich wohl gerade sagen. Nicht zu holen. Hätte ich ja gesehen, dass der runtergefallen ist. Im Fernkampf schenken die uns allerdings immer noch gut ein, sehe ich gerade. Das ist ein bisschen ungünstig. Kann mal speichern. So, jetzt mal in die Truhe wieder. So viel Zeit muss sein. Aber hier ist wahrscheinlich nichts Besonderes drin. Nee, einfach nur ein bisschen Ramsch, den man gebrauchen könnte. Guck mal, da ist noch so ein Affe. Jetzt weiß ich, wer noch mehr geschrien hat. Hier sind Pilze. Na gut, scheißegal. Hier haben wir die Harpie weggeballert. War zu Beginn der Folge. Also die erste hier oben, die explodiert ist. Wobei alle explodieren. Die letzte war es nicht. So, ist noch so ein Arschgeigenkopf. So, und Gabudesa. Genau. Und jetzt kommen wir da hinten dann durch. Und dann will mir wieder irgendeiner an die... Ich glaube, der ist da unten. Moment, ich will jetzt gerade mal... Den haben wir... Ist ja gut. Den haben wir ja von unten abgeschossen. Mana Elixier. Feldkühler liegt da hinten auch noch. So, entweder sind die jetzt links da in der... Ja, die Arena ist es nicht, aber... da drin
Oder die sind noch unter uns. Was nämlich sein kann, weil einen Gang gibt es noch entlang zu gehen. Deswegen machen wir das mal als erstes. Moment, zwei Hände raus. Und schon beinahe gedacht. Hätte ich mir schon beinahe gedacht, der ist da schon entlang geeiert, weil er uns eben gerochen hat. Kann aber gut sein, dass es mehr als einer war. Gehen wir hier noch entlang. War vorauszusehen, dass hier eben noch ein zweiter ist. Jetzt müssen wir wieder aufs Leben achten. Allzu viel dürfen wir uns auch nicht mehr einschenken lassen. Wir kochen erstmal runter. Okay, geht nicht. Keine Interaktion möglich. Schade. Abspeichern. Und was liegt in der Nix? Okay. Ich hab's gerochen. Ich hab's einfach gerochen, dass hier noch ein Gegner sein muss. Also 200 EP. Also 250. Aber das ist ja gar nichts mit Stein geholt. Was soll das denn? Geh doch hin. So. Dann machen wir die Truhe noch auf. Zwei Essenzen, ja. Und bevor wieder irgendwas Blödes passiert. Und da fällt mir auch ein. Wir brauchen noch Laborwasserflaschen, und zwar einige. Denn da ist unser Vorrat gleich null. Bisschen ungünstig, wenn wir darin Tränke einfüllen wollen. Denn wie gesagt, viele Tränke haben wir nicht mehr. Dennoch brauchen wir die. Ich bin gespannt, was uns hier noch erwartet. Und allzu viel wird uns nicht mehr erwarten, aber dass da ein paar Knochenkrieger sind, kann ich mir eventuell sogar noch, na gut, dann halt nicht. So, und da haben wir doch unseren Kollegen. Nicht zu plündern. Geht doch. Sieht doch ganz nett hier aus, ne? Wie immer, nur dass der Typ da tot ist. So, jetzt zeigen wir ja das Böse im Hintergrund, aber das kommt erst später. Finde die Drachen. Genau, toten Felsdrachen entdeckt. Die Toten der Orks kommt, glaube ich, auch erst noch später. Das ist eine andere Drachenquest, das ist die Edora-Drachenquest. Dann heißt das, wir gehen jetzt zu Hagen und berichten ihm. Haben jetzt quasi alles mehr oder weniger erkundet im guten alten Miental. Sind es auch wieder ein paar Folgen hier. Jetzt habe ich diesen Bug-Moment. Naja, beim Neuladen geht's wieder. Ja, ich habe jetzt hier diesen Schweif vom Teleportzauber an meiner rechten Hand kleben, aber naja, was soll's. Ich habe den toten Felsdrachen gefunden. Gut, melde mir, wenn du einen weiteren Drachen gefunden hast. Ja, das war der letzte. Alle Drachen des Mientals sind tot. Ah, das beruhigt mich sehr. Hier ist deine Belohnung. Ich hoffe, du bist damit zufrieden. Naja. Hey, sonst du. Nix? Ehrlich nicht? Naja, gut, dann halt nicht. Da ist die... Wo ist es denn? Finde die Drachenquest ist erledigt. Es sind schon einige Quests hier doch gewesen, ne? Muss man schon sagen. So, das heißt, wir gehen jetzt mal in die Kneipe und gucken, ob die sich da jetzt was getan hat. Da hieß es ja mal, sobald wir mit der Finde die Drachenquest vorangekommen sind oder so, geht's hier auch wieder weiter. Reden wir einfach mal mit Pat. Zeig mir deine Waffe. Noch keine neuen Informationen. Kann aber auch gut sein, dass ich noch die andere Quest voranbringen muss. Die Verhandlung mit Urshad nämlich. Mit Biff ist der Dialog auch immer noch verkorkst. So, die eilen jetzt wahrscheinlich auch in die Kneipe. Also haben wir denn jetzt noch Miental, Korinis, Urshak haben wir noch dabei, sehr schön. Hier ist die Wache, die wir letztens umgekloppt haben. Nicht zu plündern. Aber Sulemolo vergessen hatten, kann passieren.
So, Ursache, du stehst jetzt ganz alleine da. Wenn man es genau nimmt. Also gut, da hast du noch 2-3 Orks, aber ich meine jetzt im Vergleich zu der Verstärkung. Eigentlich ist dein Waffenstand nicht mehr nötig, nicht Quatsch, wir sind Susan auch nicht. Ursache ist ein guter, also mehr oder weniger eigentlich. Lord Hagen nimmt deine Bedingungen an. Gut, Mensch. Solange die Paladine friedlich bleiben, wird auch das Volk der Orks friedlich bleiben. Aber denke daran, nur die Minental-Orks haben mit euch diesen Waffenstillstand geschlossen. Die Orks aus Myrtana werden weiterhin Krieg gegen euch führen. So, du, gut, das teilen wir natürlich am besten noch Lord Hagen mit, genau, so steht's auch in der Quest. Hey, Mora, hör auf mit dieser Magie-Scheiße. Ja, ich mein's ja nicht so, ich bin keine bösen Zauber. Wobei Feuerregen doch ein bisschen hart ist. Na gut, es ist aber ja der Bug weg, perfekt. Was ist das, mit dem ich wollte? Moment. Speichern. Ich wollte... Wenn es nichts Wichtiges ist, was du mir zu sagen hast, wende dich in diesem Fall dann lieber an Ingmar. Okay. Ich habe mit Urshak Frieden geschlossen. Gut, ich danke dir. Du hast sehr viel für uns getan. Nimm diese Goldstücke zur Belohnung von mir. Ihr werdet also jetzt im Minental bleiben? So ist es. Und wir werden aus den Minen jedes Erdstück holen, das wir finden können, damit der König es bekommen kann. Ich habe gehört, dass die Esmeralda verschwunden ist. Wie wollt ihr das Erz nach Myrtana bringen, jetzt wo das Schiff weg ist? Sollen wir euch helfen? Das ist nicht nötig. Vor einigen Wochen kam ein Handelsschiff nach Korinas. Mit dem Kapitän habe ich vereinbart, dass er in einigen Wochen in einer geschützten Bucht auf uns warten soll. Mit diesem Schiff werden wir das Erz nach Myrtana bringen. Du hast schon genug für uns getan und kannst nun auf die Albatros zurückkehren. Lebe wohl. Innos möge dich beschützen. Okay. Das heißt, die Quest, wo ist es denn? Wo ist sie denn? Verhandlung mit Urshak ist jetzt auch abgeschlossen. Das ist quasi die Hauptquest hier. Aber so ganz fertig sind wir hier noch gar nicht. Wir haben noch die Toten der Orks als Quest. Die Kneipe im Minental. Und die fanatischen Templer. Das heißt, so ganz fertig sind wir hier noch nicht. Warte mal. Wollt ihr vielleicht doch irgendwas reden? Ich glaub nicht, ne? Alles noch. Im Moment ja, aber das Minen... Wir müssen... Ja, wissen wir. Wissen wir. Gut, jetzt müsste aber hier hoffentlich weitergehen. Sag mir nicht, bei mir ist hier wieder irgendwas verbuggt. Hey. Züglich diesen Quests hier. Zeig mir da. Kneipe im Minental. Ich sollte ihn gelegentlich mal aufsuchen. Ja, das habe ich hiermit getan. Hey du. Das Biff was Neues. Auch nicht so wirklich. Okay. Nun gut, dann seid ihr wieder gefragt, wie wir hier am besten, also wie wir hier voranschreiten können. Falls wir es können. Hey du! Hast du eventuell Laborwasserflaschen dabei? Nee, oder? Zeig. Nee, warum auch? Ich würde nämlich gerne hier noch die, anscheinend gibt es hier noch ein paar Quests, die mit der Kneipe in Verbindung stehen. Den einen Kerl haben wir auch schon mal gefunden, der anscheinend verschwunden ist, aber eigentlich gar nicht ist, oder irgendwo hinter einer Steinwand steht. Und irgendwie soll das halt in Verbindung mit der Kneipe hier zusammenhängen. Aber das hat jetzt irgendwie nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht muss man erstmal eine Runde pennen, keine Ahnung. Aber normalerweise sollte man hier noch ein bisschen was machen können. Und es ist halt die Frage, wie wir das Ganze angehen. Also ich wäre euch halt verbunden, wenn ihr mir helfen könntet bezüglich der Kneipe im Minental Quest oder Questreihe oder sonst was. Und dann sind natürlich noch die fanatischen Templer offen in Verbindung mit das Böse im Minental. Aber das hängt alles mit der
Schläfertempel-Quest zusammen. Und dann gibt es ja noch die Toten der Orks. Und ich würde gerne die Toten der Orks noch abschließen, bevor wir in den Schläfertempel gehen. Falls das möglich sein sollte. Was ich natürlich jetzt nicht weiß, weil ich logischerweise das Spiel nicht kenne. In diesem Ausmaß. So detailreich bin ich da nicht informiert. Deswegen ich euch verbunden wäre, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet. Hey du! Ich würde mich da nicht einmischen. Und dieser Ray ist weg. Wir können aber alle drei. Sucht ihr ja. Ja, das hilft mir auch nicht weiter. Also. Hey du! Also die zwei großen Quests mit den Verhandlungen und den Drachen sind jetzt beendet. Aber hier gibt es noch Quests für uns, die sich irgendwie... Ach, guck mal, jetzt sind die hier. Aber hier gibt es noch Quests, die sich für uns eigentlich eröffnen sollten. Das aber nicht tun. Ich wollte... Ich muss mir jetzt um an... Ja, ja, natürlich. Hey, du! Wie ist die Lage? Was weiß ich? Ich... Alles klar, okay, der weiß auch nichts. Ja. Jetzt ist halt die Frage, vielleicht können wir können ja mal den unschuldigen Waffenknecht umbringen, nee. Wir könnten einfach mal zum Orkfriedhof hingehen und schauen, ob sich da was aktualisiert hat. Jetzt nur überlegen, es müsste eigentlich mit dem Teleporter dürfte eigentlich klappen. Warum steht denn hier wieder einer? Oder hat er hier einfach nur so einen Positionswechsel? Wo ist denn Urshak hin? Ach, da ist er doch. Nee, das ist ein Ork-Schamane. Noch ein Ork-Schamane. Es sieht so aus, als wären doppelt so viele Orks hier wie davor. Der eine hat eine grüne Schrift, der andere eine rote. Naja, komisch. Und keiner von den beiden Ork-Schamanen ist Urshak. Also anscheinend haben die wieder eine minimale Verstärkung bekommen. Natürlich ein Witz, wenn jetzt überall wieder Orks gespawnt sind. Auf der anderen Seite mehr EP für uns. Aber nun gut, also sagen wir, pennen erstmal eine Runde. Packen wir unseren... Nein, halt schon viel zu... Nee, halt, der kommt noch. Da ist er doch. So, schmeißen wir ihn hin. Und pennen bis zum nächsten Morgen. Roland, der ist Camping-Fan. Unter freiem Himmel macht der immer. Ohne Pause schläft er da. Von morgens, von abends bis morgens. Von morgens bis abends, ja. Kann auch passieren. Na Roland. So ist das. Ja, okay. Jetzt hoffe ich halt, ich bin halt wie gesagt ein bisschen in Gedanken gerade, wie wir das Ganze angehen sollen. Oder wie sich das Ganze von selbst angehen soll. Wenn da vorne gleich wieder kommt, ich bin noch nicht so weit und sollte lieber zurücktappen, dann ist das wieder ein bisschen, naja, ungewünscht oder unerwünscht. Ja, ich sollte später hier hingehen. Ja, super, Roland, aber jetzt hängt er fest und rennt die ganze Zeit. Was machst du denn jetzt, Roland? Jetzt bleib mal auf dem Boden. Ich mach immer noch nichts, der rennt von alleine. Roland, was machst du? Bin mal gespannt, wo du hinrennst. Ich mach ja gar nichts, Leute. Ich mach grad gar nichts. Roland, Mann, Junge, was soll das? Ja, ja. Da schieße ich uns mal ganz kurz nach oben. Wo rennst du denn jetzt hin? Nirgends hin. Okay, danke, dass ich die Kontrolle wieder haben darf. Ja, also wir können noch nicht zum Orkfriedhof.
mit Biff reden könnten wir, weil, also da gäbe es eine Gesprächsoption, auch wenn die eigentlich nicht die ist, die er haben sollte, weil wir können halt ansprechen, ob wir weitergehen wollen. Frage ist nur, was wollen wir fortsetzen, dass wir noch nicht mal angefangen haben, das ist halt die Sache. Aber das könnte man als Dialogoption auswählen. Was ich auch gerne würde, also irgendwie ist das Ganze wieder so suboptimal oder ich habe wieder irgendwas Blödes, Winziges übersehen. Oder was Offensichtliches, kann ja auch passieren. Auf jeden Fall, Kneipe im Minental und die Toten der Orks steht noch aus und das würde ich gerne mit euch zusammen durchleben, ne? Und hoffentlich kriegen wir das hin bis zur nächsten Folge. Hoffentlich werden sie da genug Informationen ansammeln. Von eurer Seite aus, ansonsten muss ich mir was überlegen. Wir könnten natürlich auch erstmal, ich habe mich generell gefragt, ob wir erst den Schläfertempel machen sollen oder, also wir könnten schon, mache ich auch wahrscheinlich, wir könnten aber auch noch mal gucken, ob das mit der Piratengold-Quest funktioniert und dann quasi einen Exkurs machen zu unserem normalen Herumtreiben im Minental und kümmern uns erstmal da um die Piratengold-Quest, die ja eigentlich sich durchs ganze Spiel hindurchzieht und die wir schon lange nicht mehr fortsetzen konnten oder fortgesetzt haben. Und danach gehen wir in Schläfertempel oder wir gehen jetzt in Schläfertempel und machen dann das mit der Piratengold-Quest und gehen dann die anderen beiden Tempel durch. Ja, so halt die Idee. Und ihr könnt mir ja schreiben, was ihr davon haltet, beziehungsweise was mir noch viel wichtiger wäre, ist, dass ihr mich informieren könnt bezüglich den akuten Quests im Minental noch, also Kneipe im Minental und die Toten der Orks. Falls ihr mir dazu vielleicht auch irgendwie aus der Komplettlösung irgendwas schreibt, falls ihr sie kennt oder keine Ahnung, ich gucke vielleicht auch selbst mal nach, da könnt ihr mir ja Bescheid geben. Aber ich finde es eigentlich netter, wenn ihr mir das schreibt. Also nicht, weil ich zu faul wäre zum Nachschauen, das könnte ich auch, aber ich bin eigentlich nicht so der Fan von Komplettlösungen. Deswegen ich halt lieber so auf Tipps mich dann durchs Spiel hindurch wurstel. Aber naja, ich meine, ich kann auch nicht folgenlang nur hier rumsuchen oder kann ja auch sein, dass es wieder, kennt mich ja, ich mache oftmals, mache ich dann die Problematik daran fest, dass irgendwas im Spiel nicht ganz reibungslos abgelaufen ist. Und ja, aber wie gesagt, hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen bezüglich den beiden Quests. Vielleicht muss ich noch mit irgendeiner Person reden oder irgendwas Bestimmtes machen. Das kann ja immer sein. Aber bevor ich mir jetzt zu viele Gedanken mache und die Stunde drei Folgen dauert, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.